Miami ist eben nicht so gut bekommen, glaube ich. Die Hitze war nicht so gut. Die Amis und... Für mein eh schon sehr hitziges Gemüt. mein südländischen Turn. Um Gottes Willen. Aua! Mein südländischen Ruhrpott-Turn. Ohne Spaß, da waren so viele Deutsche, da hätte auch Deutschland sein können. Echt, die deutsche echt. Einheimische oder deutsche Touristen? Sind deutsche Touristen. Hier ist ja Sackgasse, Mensch. Ja, los. Der ist wahnsinnig, der Junge. Das ist völlig durchgedreht. Was ist der denn hier? Boah. Ich würde gerne in den Tempel rein. Das gucke ich, sonst google ich da gleich mal nach. Richtig heimlich. Wäre auch eine Idee. Wir sind jetzt übrigens bei, ich glaube, also ich hatte glaube ich ein bisschen zu spät angemacht. ich glaube, wir sind jetzt knapp bei 40 Minuten. Oh. Echt, schon wieder so viel? Mhm. Bei uns Palladium. Ja, wenn man Spaß hat, dann geht die Zeit recht schnell. Ja, im Moment bin ich nur damit beschäftigt, die hinterher zu kommen. Auch eine Form des Spaßes. Hier ist voll. Ja. Schleim macht den Typen da tot. Ich habe keine Zeit. Richtig. Voll busy. Was war nochmal besser? Mithril oder Platin? Mithril, ne? Mithril, aber massig. Platin ist doch eins der Soft Mode. Ach ja, nein, ich meinte, was haben wir denn hier gerade eingesammelt? Palladium. Mithril. Aber trotzdem, ne? Da ändert nichts daran. Also Mithril ist momentan das Beste, was wir abbauen können. Okay. Sagt, es wäre gegebenenfalls eine Idee, nochmal Dämonenaltäre abzuknacken. Ja, richtig. Auch wenn es halt ein gewisses Risiko in sich birgt. Eine Spitzhacke aus Orichalkum können wir nicht bauen mit diesen 6 Dingern, ne? Ich glaube nicht. Ah! Oh, Entschuldigung. Und die Fische, die gehen ständig über Wasser, über Land, meine ich natürlich. Über Wasser ist auch sehr komisch für Fische, aber... Ja. Ah, boah! Wow. Überraschung! Überraschung! Oh, die beiden Hummeln da links, rechts, die wollen auch lieber mitspielen eigentlich. Mach ich aus Zorn erstmal meinen Bohrer an. Der Bohrer des Zorns. Richtig. Da habe ich sie angeknurrt. Was haben die mit dir gemacht in den Staaten? Es ist schon spät, ey. Es ist schon 11 Uhr. Aua! Warum habe ich denn hier? Doch, da. Das ist, wenn ich abends noch Zucker esse. Guck mal, jetzt sind wir wieder da, wo wir vorhin schon mal waren. Bist du sicher, dass wir hier schon waren? Ach ja, stimmt. Weil unter uns ist der komische Hummelpalast. Oder Blumen, oder was auch immer. Unten kriegt die Schildkröte richtig hart.
Ja, das ist schon besser, dass wir uns da nicht drum kümmern müssen. So. Aua. Wem geben denn die Schleime gerade so viel? Ja, der ist schick. Ach du Scheiße. Die hat noch 160. Ach, siehste, ja, Mensch, hier waren wir doch vorhin. Hä? Wer hat das denn gesagt? Ja, dann lass uns vielleicht weiter nach rechts gucken. Dass ja, wir uns so unter dem, dass wir vielleicht irgendwie das rechte Ende des Tempels finden. Ja. Oder aber. Wobei, ist gleich 45 Minuten vorbei auch, ne? Also. Ja, weil ich glaube mittlerweile kaum, dass wir hier. Den Schlüssel. Ach ja, es gibt Truhenimitate. Ach ja, übrigens. Und 9 Gold hatte die dabei. Dein Leben ist übrigens äußerst begrenzt gerade. Oh jo, da sagst du was. Aber hier sehe ich auch jetzt. So. Ich habe gerade irgendwie nichts Interessantes irgendwie. Es wäre ja eine Option, auch dass wir uns jetzt vielleicht sagen, gut, hier werden wir wahrscheinlich nicht finden, was wir suchen. Mhm. Und begeben uns zurück dorthin, wo wir hingehören und versuchen uns, was Bosskämpfe angeht, neu zu orientieren. Dass wir da vielleicht, ja. oder zumindest, dass wir uns nach Hause porten und du mal anguckst, wie wir in diesen Dings reinkommen. Ja, das können wir auch machen. Dann machen wir das doch. Zack. Der ist zügig heute, der Möhre. Außerdem muss ich eine kleine Unterbrechung machen. Ja, richtig. Gut. Dann machen wir das doch. Also einfach. Kleine Unterbrechung in 3, in 2 und in 1. Ach, schön. Ja. Da sind wir wieder. Das läuft. Ah, ja. Super. So, Möhre hat sich jetzt schlau gemacht. Und ja. Wir waren natürlich wieder völlig auf dem Holzweg. Richtig. Dumm im Dschungel. Ja, absolut. Und zwar haben wir ja hier unsere berühmten Kisten drüben, in denen wir unsere Boss-Lock-Items haben, also Unlock-Items, das mechanische Auge, mechanische Wurm, also den Zerstörer und, Moment, wo ist der andere? Und, ach ja, mechanischer Schädel, da ruft Super Skeletron herbei. Das sind die drei Bosse, ja, die wir besiegen müssen, bevor sich pinke Blumen bilden, so habe ich berichtige mich, ja, wenn ich falsch liege. Nee, richtig, genau. Das mache ich sowieso. Bis im Dschungel pinke Blumen auftauchen, die wir zerstören, ja, können, um Plantera, mhm, aufzuwecken. Und ja, Plantera hat den Schlüssel für den, genau, Dschungel-Dungeon. Genau, richtig. Also der lässt den dann fallen, wohl, angeblich. Ansonsten kann man den, glaube ich, auch irgendwie selber herstellen oder so. Aber das wäre wohl, also man muss zumindest Planteria besiegen, damit man da reinkommt, sagen wir mal so. Genau, das heißt, wir müssen jetzt, es gibt natürlich keine feste Reihenfolge, so wie das da dargestellt wurde im Internet, sondern man kann sich die so ein bisschen auch frei aussuchen. Es wird aber empfohlen, zunächst den Megazerstörer zu machen. Ja, ja, und auf Möhres Empfehlung hin würde ich dann mit dem Mega-Zerstörer anfangen. Vor allen Dingen, ich glaube, ja, von dem Zerstörer-Ed haben wir. Also das mechanische Auge können wir noch 2-mal rufen. Ja. Den Zerstörer können wir 3-mal rufen. Okay. Und der Zerstörer ist wie so ein riesen Wurm, sag ich mal. Ich weiß gar nicht. Ja, mechanischer Wurm, genau. Genau, ich weiß gar nicht, ob es da vielleicht klug ist, sich hier dann irgendwie so hinzustellen, dass der so zwischen uns immer durchfetzen kann. Im Haus.
Ja, wobei, wir können es auch eigentlich draußen versuchen. Wir haben ja ein paar Möglichkeiten. Wie wär's denn in der Arena drüben beim... Ja, oder da. Ja, richtig, stimmt. Wir haben ja so eine geile Arena gebaut. Stimmt, ja genau, dann können wir es da eigentlich auch ausprobieren. Ich wollte nur mal eben ganz kurz gucken, weil wir ja auch, wir haben ja ein bisschen Palladium. Wir haben zwar auch Mithril Sachen schon, aber wir haben, was wir zum Beispiel machen können, wäre uns Palladium Hosen zu machen. Hast du auch schon Mithril Sachen? Ich habe eine Mithril-Kapuze. Okay. Weil die halt 15%. Ja, richtig. Genau. Dann wäre es natürlich für dich ganz klug, sag ich mal, zumindest schon mal Palladium-Sachen zu machen. Da kriegst du halt nochmal 18 Abwehr. 18 Abwehr? Oh. Also eine Palladium-Leggings halt mit 8 und eine und die Brustplatte mit 10. Ja, aber das Schöne, dann würde ich insgesamt 10% magischen Schaden abgeben. Ach so, ja, okay. Weil ich hab doch diese Meteor-Rüstung. Die hat zwar echt nicht mehr zeitgemäße Abwehrwerte, aber halt immer diese 5% erhöhten magischen Schaden. Ja gut, das stimmt natürlich. Ja gut. Dann würde ich mir aber eine Palladium Leggings zumindest mal machen. Mach es. Eine Leggings. Richtig schön eng anliegende Leggings. Aber dann zieh auch ordentlich Aggro auf dich. Ja. Ja, komm, ich versuch's. Achso, das Ding ist mit. Warte mal, lass mal eben erstmal eine. Ich muss mal eben erstmal ein Geld wegbringen. Gute Idee. Brauchst du unheilige Pfeile? Nee. Gut. Ich hätte eigentlich dann. Ach Quatsch, nee. Nö. Ich will keine Heiltränke. Wow. Ich will keine Fernkampfwaffen mehr. Wenn mein Mana down ist, dann ist es eben down, dann muss ich kurz warten. Genau. Also, aber ich glaube, das berücksichtigen die Feinde auch eigentlich mal. Das ist nett. Das wäre ja, nett. Die sagen dann, sorry. War nicht so gemeint. Genau. Ja gut, hast du die Dinger mit? Was man auch immer für den Skeletten braucht? Nein. Moment. Nein, natürlich nicht. Also jetzt habe ich hier einmal den mechanischen Wurm, den nehme ich mit. Oder soll ich alle mitnehmen? Genau den. Wir versuchen es erstmal mit dem Wurm. Gut, okay. Der wird noch krass genug, glaube ich. Aber dann nehme ich am besten alle Würmer mit. So. Wer weiß, ob wir den schaffen. Ja, richtig. Oh Mensch, da werden das ja actiongeladene Folgen hier, du. Hammermäßig. Meine Güte. Ganz untypisch. Bis auf Folge 37, da machen wir richtig Action. Oh. Auch wenn uns gar nicht so das Ausmaß bewusst war, was wir da gerade anrichten. Ja, ne? Ich weiß nicht, hätte ich die Wahl gehabt, hätte ich wahrscheinlich noch gewartet. Ja, ich auch. Also wenn ich das gewusst hätte, hätte ich auch gesagt, so, ja, nee, komm. Besser doch nicht. Komm, lass mal. Ja. Ich glaube, das haben wir auch viel außerhalb der Aufnahme gemacht, ne? Weil wir hatten dann irgendwann sehr viel Panik, weil sich ab dem Moment, wo man in den Hardcore-Modus reingeht, ab da fängt quasi an, fängt sich an, die Crimson auszubreiten. Ach, der King Slime ist aufgewacht. Du den gerufen jetzt? Nee. Aber es ist doch ein ganz gutes Warmmacher. Genau, richtig. Soll mich nur nicht um den Sack gehen. Oha. Alter, ich bin das hier. Boah! Also King Slime ist no match for us. No match for us. Ich fand, ich hab das treffend ausgedrückt. Ja. Oh.
Wie aktiviert man denn diese Pets eigentlich? Welche Pets? So ein Slime-Pet zum Beispiel. In deiner Pet-Leiste. Ja, und dann? Wie mache ich den dann? F? Tab? Ja, ich glaube F. Aber bei mir nicht. Nee, dann versuch mal R. Jo. Das hat er auch, den Hüpfschleim. Boah, Alter, wie geht denn der hoch? Ja, aber du kannst halt nicht damit fliegen, ne? Ja, das stimmt. Okay, gut. Gut. War dieser komische Hering hier? Oder Hörling, oder wie der heißt? Herpling. Ja, das finde ich jetzt natürlich ein bisschen blöd, dass diese Viecher hier sind. Ja gut, das ist ja so Sidekills. Sidekills, ja. Ich schalte gleich deinen Ton aus, wirklich. Das bringt ganz viel schlechtes Karma. Richtig. So. Mechanischer Wurm oder mechanischer Wurm? Ja, mechanischer Wurm. Auf geht's. Gucken wir mal, wie das abgeht jetzt. Ich bin gespannt. Geht nicht. Geht nicht. Vielleicht auch nur nachts. Das gibt's doch jetzt nicht. Warte mal. Jetzt richtig Action bei mir gerade. Richtig geil. Gar nicht schon warum. Er kann nur nachts verwendet werden. Aha. Okay, toll. Okay. Und Skeletron denke ich mal dann auch. Ach so. Warte. einen Moment. Ach guck, mit Wertabrä kann man auch sich den kaufen. Also kann man sich den selber machen. Möhre, Augenblick, ich bin gleich wieder da. Ja, lass mich da einfach stehen. Das macht nichts. Ja, Skeleton Prime nicht. Ja. Ah doch. Eine Hartmauerbosse. Ja, auch nur nachts. Wieso bist du gestorben? Ja, weil ich gerade gelesen habe und mich hat ein Slime tot gemacht. Ich hatte gerade gelesen, wie man den Skeleton Prime ruft. Das ist aber nicht in Ordnung, dass du einfach stirbst. Ja. Ich dachte mir, so 30 Sekunden kann ich dich aber alleine lassen. Ja, hab ich auch gedacht. Boah, ich bin anscheinend doch sehr unselbstständig. Aber wir haben ja auch schon 10.30 Uhr morgens. ist ja gleich schon wieder Nacht. Deswegen habe ich mir nämlich auch gerade die Angel geholt, um ein bisschen Zeit zu überbrücken. Du kannst ja aber auch gern eine Angel bauen, ne? Und ja, mit Angel. Ich bin schon wieder nach rechts gerannt. Du. Was bringt uns denn Angeln? Das ist mal so ganz doof gefragt. Der Angler bei uns im Haus, der gibt jeden Tag Quests auf. Okay. Und die je mehr man da erledigt, der sagt dann hier, angel mir den und den Fisch, den gibt es da und da. Ja. Und da soll es wohl zum Teil auch ganz nette Belohnung für geben, für diese Quests. Okay, das ist cool. Hier, der war mal in eine Höhle. Guck mal, ob ich noch irgendwie ein bisschen Metalle finde oder so. Vielleicht noch ein bisschen Vitriol vielleicht. Das wäre doch schön.
Ich bin ja Gebieter des geheimen Feuers. Meister über die Flamme von Arnor.